Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coilblock. Das war gerade gut. Hier sind zwei Vögel, vermutlich Kraniche. Und ich sage zu Sigi, jetzt stellst du ihn neben die zwei Vögel. Und dann hat er die Jungs von Genesis hinterher geguckt. Na ja, das sind auch zwei gute Vögel. Richtig geil. Ja, Sigi, wir waren erst vor ein paar Monaten hier und haben geblockt. Die Blocks sind ja auch ausgestrahlt worden. Das war der Teich mit dem Wasserpflanzenbeet auf dem Filterhaus. Geile Idee. Phosphat war nahe null. Ja. Mega geil. Algenwachstum null. Ob das jetzt nur das ist, mag ich bezweifeln. Die Pflanzen brauchen nicht so viel Phosphat, also die Algen, um zu wachsen. Aber man hat auch viel Schatten. Also irgendwie die Summe aus allem hat es ergeben, dass du eigentlich nie Fadenalgen hattest, gell? Nee. Dafür hatte ich einen algengrünen Filter. Wie lange hast du dich mit dem Teil rumgeärgert? Wie viele Jahre? Na gut, den hatte ich schon vorher, wo ich hier das Biotop-Kit hatte. Also den habe ich jetzt an dem Bäcker 2,5 Jahre-Kit. 2,5 Jahre? 2,5 Jahre. Und dann habe ich ja nochmal ein Vortex-Kit, ein 140er. Okay. Zusätzlich, weißt du nicht mehr? Doch. Der war auch dahinter drin. Genau, ja. Genau. Also wir werden es nachher nicht mehr sehen, weil Genesis hat jetzt schon den Umbau angestoßen. Wir machen heute zwei Blogs, einen mit Sigi, einen mit Sascha und wollen mal so den Kontrast zeigen. Was will der Kunde und was bekommt er dann? Du hast gerade im ersten Moment nicht erheitert geguckt. Tim, wenn du dich mal losreißen kannst, würdest du die Kamera mal auf die Hand nehmen, weil die Filter, das war wirklich hardcore. Hast du ihn so gelassen, wie er war, oder hast du ihn irgendwann auch umgebaut? Und das Einzige, was ich gemacht habe, waren die Bürste rein. Aber ansonsten ist er noch so, wie ihn eigentlich was immer war da vorher hat. Drin? Auch Bürste? Aber liegend. Die sind bloß, habe ich bloß reingeschmissen. Okay. Also, fangen wir mal hier vorne an. Das waren die, als ich vor, wann war das, 1997, da ist Twix noch Reiter und Postleitzahlen waren noch vierstellig. Ja, ja, nee, genau. Die waren nicht mehr vierstellig, die waren schon fünfstellig. Da waren das wirklich die Filter, auf die quasi alle Koi-Liebhaber haben zurückgreifen müssen. Das war wirklich hardcore und schauen wir mal an, da vorne. Für wie viele Liter wurde der verkauft? 20.000 oder so? Gell? Ja, so rum. So 20.000 Liter. Tim, zeig mal hier. Also wenn man durch diesen Vortex, das ist ja so eine Art Absetzfilter, 20.000 Liter durchjagt, da bleibt alles liegen, aber kein Schmutz. Wenn man also seinen großen Steuernbodenablauf oder ins Kimmer kommt, der bleibt da liegen. Aber sonst war da nicht viel drin, oder? Ah, doch, da war aber schon. Aber du hast keine 20.000 Liter durchgelassen? Nee, nee. So, das meine ich. Aber wenn man sich an die Herstellerempfehlungen gehalten hat. So, und das ist der Grund, warum Filterbürste relativ schnell dann auch in Verruch gekommen sind. Weil da hat man dann quasi die Bürste, nicht wie wir es heute machen, der Länge nach angeströmt. Nee, der Breite, wie sagt man da jetzt? Also kein Bürste vor, nicht horizontal angeströmt, sondern man hat sie vertikal angeströmt. Das heißt, man hat gerade mal die Oberfläche hier oben gehabt und wenn die zu war und im Herbst, man sieht, da ist ja gerade Bambusblätter drin, das geht relativ schnell dicht. Du hast aber noch mal einen Vorfilter gehabt davor oder hast du so gearbeitet? Nee, das war so, hier kam der ganze Dreck rein. Also im Grunde genommen, das war so gesehen, er hat ja sein Nutzer-Kit und hat auch die letzten Jahre hat er funktioniert, aber vom Aufwand her, da ist halt das dementsprechend voll und dann sinkt hier das Wasser dementsprechend ab. Weil dermaßen dann gezogen wird und hier kommt nichts mehr hinterher. Das ist eben der Treppeneffekt, mit anderen Worten, was Sigi gerade gesagt hat. Wenn das zusetzt, entsteht im Filter ein extrem hoher Druckverlust. Die Pumpe fordert, wenn du jetzt vielleicht 10.000 Liter drüber gelassen hast, die Pumpe fordert die 10.000 Liter. Ja? So. Und wenn hier verstopft, dann braucht das Wasser hier einen größeren Niveauunterschied, um die 10.000 Liter zu bringen. Aber dann kommen irgendwann mal diese Kammertrennwände ins Spiel, dass die zum limitierenden Faktor werden, dass der Druckverlust, der gebraucht werden würde, gar nicht aufgebaut werden kann. Mit anderen Worten, wir sagen immer, durch ein 110er Rohr gehen maximal 10.000 Liter. Das ist falsch. Es gehen smooth 10.000 Liter durch, sprich mit einem kleinen Niveauunterschied zwischen Teich und Filter. Ich kann durch ein 110er Rohr kann ich theoretisch auch 100 oder 200.000 Liter Wasser durchschicken. Ist nur die Frage, wie stark ist die Pumpe, die vorne dranhängt, oder wie hoch ist der Druckverlust, der sich aus wie hoch ist die Druckhöhe, die sich aus zwei verschiedenen Wasserniveaus ergibt. So, und im Anschluss hat man dann, das war auch immer das Interessante an den Filtern. Man hat ja immer, ich habe nie einen gesehen, wo man sich nur, wie wir das heute machen, auf ein Filtermaterial geeinigt hat, sondern da gab es dann Aquarock, da gab es diese Dinger, die Japanmatten gab es, Schaumstoff gab es, wobei Schaumstoff war noch der größte Graus von allem, weil schneller setzt eigentlich nichts ja, zu, oder? Ja, ja, das ist... So,
Also du hast dich, ja? Das sagen wir so, wenn ich die ich habe ja 30.000 Liter Pumpe dran gehabt und in meinem Mülleimer drin und wenn ich die volle Pumpe habe laufen lassen, war der leer. Also wenn man vernünftig damit arbeiten will, das mit den Bürsten ist Quatsch. Wenn man sich dann noch was anderes einfällt, wenn das da funktioniert, gebe ich dem Filter 3.000 bis 4.000 Liter in der Stunde. Damit kann er wahrscheinlich einigermaßen umgehen. Alles an. Und dann hat man zumindest auch noch zwischen zwei Reinigungsintervalle entsprechend Zeit. So, jetzt zu deinem Umbau. Jetzt haben wir über die Vergangenheit geredet. Wobei, witzigerweise, die Filter gibt es heute immer noch. So, ich bin ins Leere gedreht. Wie habt ihr es mit der Koi gemacht jetzt während dem Umbau? Wie lange ging der Umbau bisher? Ja, am Freitag habe ich angefangen, habe das Wasser abgelassen. Heute ist Dienstag. Ja. Habe das Wasser abgelassen und dann habe es nur belüftet und gut war es. Bis auf die Tiefe, also 75 cm raus komplett, sodass da kein Wasser mehr drin war, also in dem Bereich. Mhm. Und ansonsten gar nichts. Sehr gut. Also da hat er alles richtig gemacht. Das, was dann an Algen und an Mikrobiologie im Teich ist, das reicht völlig aus. Nicht füttern ist wichtig. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen würde, der Teich hat mit Sicherheit nur 4, 5 Grad. Und hier kommen jetzt wahrscheinlich 10 Grad rein. Durch das schlagartige Auffüllen kann das schon dann zu einer deutlichen Temperaturerhöhung führen, was für die Koi nicht so gut ist. Das in so einem Fall vielleicht immer nur 1-2 Stunden laufen lassen. So, du warst beim Teichberatungstag. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Geh mal ein Stück nach hinten, Tim. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Was hast du dir an Filter jetzt gewünscht? So? Dass sie weniger Arbeit haben. Wow. Weil er hat ja seinen Nutzer getan und der andere. Wie oft hast du da gereinigt? Also insgesamt an der Filteranlage? Na gut, ich habe jeden zweiten Tag geguckt, weil immer wieder was passiert ist. Kam zu wenig Wasser, weil es voll war und dies. Also ein riesen Aufwand. Und meins ist einfach, mit weniger Aufwand das Gleiche zu erzielen. Das war eigentlich mein Ding. Und dann durch die Blogs und Recherchieren und das Ganze und ein bisschen auch selber nachdenken, habe ich gesagt, okay, komm, das ist das Optimale für die Hanna. Und du hast dich jetzt für einen Bürstenfilter entschieden? Ja. Aufgrund der Beratung oder weil du selber bürsten wolltest? Weil eigentlich bist du ja ein gebranntes Kind nach so einem Ding. Warum, kann ich dir sagen, nach der Beratung erstens mal und zweitens mal, weil ich die Blogs anguckt habe von dir in Japan und die haben ja nichts anderes wie die Bürstenfilter. Wo ich denke, wenn die das schon jahrelang machen oder Generationen, dann kann es kein Scheiß sein. Mhm. Stimmt. Und das ist im Prinzip vereinfacht ausgedrückt, aber so ist es am Ende. Die wissen auch, was ein Bürstenfilter, was ein Trommelfilter, was ein Papierfilter, was ein Endlosbandfilter ist. Aber A, könnten die so eine große Käuferform gar nicht managen. Die müssten noch 3 Techniker einstellen. Und zum anderen, wer mit dem Wasser umgehen kann, wer mit dem Filter umgehen kann, der wird merken, dass der Bürstenfilter einfach langfristig oder mittelfristig schon sehr viel besseres Wasser produziert. Was auch der Schönheit der Koi insbesondere zuträglich ist. Ja, ich denke mal, also du mich korrigiere, aber im Grunde genommen dreht es sich ja nur, um den groben Schmutz aufzufangen. Und wenn ich dann eine gescheite Biologie habe, dann geht alles von ganz allein. Ich korrigiere dich an dieser Stelle. Der Bürstenfilter an sich ist komplex, alles mit drin. Das heißt, du hast deinen Schmutzrückhalt, du hast eine Mikrobiologie, die den Schmutz auch abbaut. Ja, wir denken ja immer, der Schmutz kommt rein und muss irgendwann rausgespült werden. Wenn du morgen deinen Bürstenfilter abschaltest, ja, und da ist Schmutz drin und du lässt ihn, belüftest ihn, dass es aero bleibt und du wartest 4 Wochen, dann wird der Schmutz weg sein. Es gibt auch, habe ich auch bei Kunden schon gesehen, Bastian zum Beispiel hat auch einen Genesis-Teich und der hat unsere Nummer 3 damals im Test gefüttert. Er war nach 3 Monaten und 60, 80 Kilo Fütterung, war kein Schmutz mehr im Filter. Ja? Mhm. So, also der Schmutz kann im Filter abgebaut werden, wenn nicht, muss ich den Filter ab und zu reinigen. Und dann habe ich aber auch nitrifizierende Bakterien und ich habe heterotrophe Bakterien, also Schmutzfresser, die gleichzeitig aber auch Ammonium und Nitrit abbauen. Also der Filter an sich ist eine richtige Bombe, der sich um alles kümmert. Und ich kann dir versprechen, den Versuch könntest du theoretisch machen, machst aber nicht. Du hast ja nachher deinen Bürstenfilter und du hast deine Biologie, dein Bioturm. Den Bioturm könntest du... Zusätzlich meinem Dach.
und zusätzlich noch dein Dach. Aber du könntest dein Dach und könntest dein Biofilter könntest du abklemmen später, wenn der Filter mal ein Jahr lang gelaufen ist. Und nur mit dem Bürstenfilter arbeiten, würdest du an Ammonium, Nitrit und solche Geschichte würdest du nichts merken. Ja? Trotzdem gut, wenn man es noch als Reserve hat, aber das ist eigentlich so der springende Punkt. Ja, ja. Wichtig aber, wie pflege ich einen Bürstenfilter? Also nicht leer laufen lassen, mit dem Hochdruckreiniger oder mit kaltem Frischwasser oder so drüber hergehen, sondern wirklich vorsichtig putzen. So, Sigi, wir werden nächste Woche nochmal vorbeikommen, wenn alles fertig ist. Schauen wir es uns an. Jetzt werde ich im nächsten Block werde ich mal einen Sascha schnappen und der wird uns dann zeigen, okay, was aus deinen Wünschen da hinten drin wird. Aber ich habe es schon gesehen. Nee, also bis jetzt muss ich sagen, also... Bist du zufrieden? Doch, wirklich. Nein. Darf es auch sein, das sieht geil aus. Mit dem Sparwitz, was er ab und zu macht, komme ich zwar nicht ganz klar, aber ansonsten. So. Nee, war ein Späßle. Sehr gut. Also, vielen Dank, Ziggy, mach's gut und okay, hau rein. Ciao.